Ja, haben wir heute ein bisschen viel Poki-Gelabere, aber das gehört dazu zum Audiokommentarspiel. Können wir die Hake wirklich nicht mitnehmen? Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Okay. Wir haben Spaten und Zange. Dem Spaten können wir doch jetzt bestimmt das Gestrüpp loswerden. Na komm. So, Spaten. Ja. Was ist denn? Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Nice. Jetzt haben wir ein Kellerfenster. Oh nein, es klemmt. Auch Ach das je. noch. Können wir doch bestimmt mit der Zange hier. Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Poloschläger. Oh, sehr gut. Ui. Im Keller. Der uralte Eisenofen. Ja, Feuerholz. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Genau das. Wie war das nochmal? Wir müssen da oben durch die Tür und das geht mit dem Fußnagel. Oh, ja, gut. Nur eine Rückblende. Jetzt ist es offen. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, Bestimmt, um die Poki. Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, das wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken, im Internet. Nutzlosigkeit im Glas. Jo. Die ist so haltbar, dass Matti sie immer als Wundsalbe benutzte. Tja. Ich habe nie verstanden, was strahlend weiße Tücher im Kohlenkeller machen. Tja. Ein alter, langweiliger Karton. Gut, wir haben es übrigens schon 19:07 Uhr. Ich spiele aber trotzdem weiter. Ich will das Finale heute. Ich will das wirklich heute zum Finale machen. Ich will das hier heute zu Ende machen. Ich beende den Stream jetzt noch nicht. Ich mache jetzt noch weiter. Davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Wir sind schon zu Hause angekommen. Das müssen wir jetzt auch hier. Das müssen wir jetzt vollständig beenden. Ja, hier dachte ich so, nachdem wir in der Tempomorph-Szene diesen Raum nur einmal ganz kurz sehen, noch nicht mal drin spielen können und sofort quasi zurückgeblendet wird und Edna aus ihren Erinnerungen gerissen ist, müsste es für den Spieler ein tolles Erlebnis sein, jetzt endlich hier zu stehen an dieser Stelle, auch wenn es halt alles viel hässlicher und verwarzter aussieht, und das Haus weiter erkunden zu können. Leider ist der Raum so hässlich geworden, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, ich hoffe, die Reaktionen mit der Pilzsuppe im Vordergrund machen wieder Was einiges Gott? wett. Reaktion mit der Pilzsuppe? Topf. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in Lecker. diesem Haus noch lebt. Harvey. Was hältst du davon, Harvey? Das toxikologische Experiment deines Vaters ist ein voller Erfolg. Wenn er es doch nur miterlebt hätte. Tja, Hintertür. Machen wir es auf. Zu. Ja. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Wahnsinn. Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Ganz genau. Haben das Spiel durchgespielt. Oh.
Ein großer Korridor. Salon. Ein großer Salon. Gemälde. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Rügenwalder Mühle oder was? Ja. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und Überraschung. zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll. Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und Ja, dann habe großartig. ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle hingezeichnet Ha, habe. ich wusste es doch. Ja, Fun Fact. Ich hab's doch schon geahnt, ich alter Wurstliebhaber. Au ja, lass uns ein paar Löcher in die Leinwand kneifen. Bitte nicht. Alles soll so bleiben wie früher. Es ist aber nichts mehr so wie früher. Auch wenn du das nicht einsehen wirst, Der Edna. alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. War ja klar, ich altes Wurstgesicht kann mit dem Gemälde sofort was anfangen. Ich kann die Terrasse sehen. Naja, sehen ist übertrieben. Ich kann sie erahnen, weil ich weiß, dass sie da draußen irgendwo sein muss. Schön, schön. Find's toll, dass ich das sofort erkannt habe. Gut gemacht, Zwergi. Zu. Müssen wir die aufkriegen oder was? Die Zange. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Irgendwo viel brauchen. Sekunde. Wir können auch den Schlüssel aus der Tür rausnehmen. Gehen wir nochmal zur Vordertür oder was? Genau, aber jetzt irgendwofür muss die Zange doch gut sein, oder? Natürlich können wir hier durchklettern. Na, warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben Zeit. Jetzt sind wir sowieso bei 1:10, 1:12. Da können wir jetzt noch die. Können wir noch ein bisschen Zeit machen. Auf Zeit schinden. Ich mache das heute zu Gute Ende. Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Okay, und nun können wir da ganz machen. Ja, nur mal sowas Spaß. Diese Wunde muss nicht ausgewaschen werden. Okay. Diese Wunde muss nicht aus. Okay. Na dann. Gut, wir sind jetzt drin. Wir müssen durch die Tür nicht mehr durch. Hoffe ich. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen einsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit einem Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop.
Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren, Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt. Oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, ich gieße mir mal kurz was zu trinken ein. Kleines bisschen Getränk. Ich stream immerhin schon seit einer Stunde. Nach oben. Gut. Arbeitszimmer. Feuerzeug. Das Feuerzeug meines Vaters. Gut, nimm es mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen, aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Mitgenommen, Mein Kerze. Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Mitnehmen. Sie gehört auf das Pult meines Vaters. Richtig. Feder. Das Daedalic-Logo. Ist doch eine Feder. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Okay. Oh ja, lass uns alles bekritzeln. Nein, Harvey. Wir sind jetzt zu Hause. Das ist Jo. Mattes Bett. Sieh mal, Harvey. Mattis Bett. Er ist nicht da. Wir können eine Kissenschlacht machen. Harvey, Mattis kommt nie wieder. Yippie! Dann haben wir sogar Zeit für zwei. Oh je, Fenster. Durch dieses Fenster lässt sich der Mond sehen. Damals wie heute. Ja, als ich die Texte für die Zimmer von Ednas altem Haus geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich selbst ganz nostalgisch, wehmütig, melancholisch geworden bin. So, als hätte ich wirklich selbst früher darin gelebt. Also es stimmt zwar, dass ich die Objekttexte, die ganzen, erst ja, über ein Jahr später geschrieben habe, nachdem. Stimmt das überhaupt? Ein Jahr? Ja, zumindest ein halbes Jahr, ein Jahr. Ich habe sie in zwei Phasen geschrieben, nachdem ich die Hintergründe gezeichnet hatte. Aber trotzdem da drin rumzugeistern und mir alles anzugucken, was man ja tatsächlich macht, wenn man die Texte schreibt. Und dazu quasi in Ednas Erinnerung zu wühlen, da kam vieles so unglaublich selbstverständlich. Also ich kannte ja Ednas Geschichte sozusagen und sich dann vorzustellen, wie sie halt mit diesen Gegenständen in Mattis Studierzimmer nicht spielen durfte, hatte für mich halt irgendwie was seltsam Reales, dass ich halt selbst auch ganz traurig wurde, dass es jetzt halt gar keinen Sinn mehr macht, damit zu spielen, wo Edna das ganze Spiel über mit Sachen, mit Gegenständen halt rumgealbert hat, kommt sie jetzt in das Studierzimmer ihres Vaters, an das sie sich erinnern kann, wo sie halt wirklich noch ein kleines Kind war, und es macht keinen Sinn mehr, mit den Sachen zu spielen. Der Vater ist tot, derjenige, der das verboten hat. Vielleicht schaffe ich jetzt einen Schaudern. Ein kleines Klimpern im Hintergrund. Jo, Schlafzimmer. Oh. Schulzimmer ist das, oder? Ist doch kein Schlafzimmer. Schulzimmer, ja. Auweih. Schnell wieder raus hier. Im eigenen Haus hatten Moment sie mal, Unterricht. da draußen ist ja nur Wald. Wieso erinnert Edna sich dann an. Ja.
Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Herr Hornbusch, Herr Hornbusch. War der nicht immer viel größer? Oder du viel kleiner? Ach ja.